Arabella Kiesbauer, besser bekannt als Arabella, wer kannte sie nicht? Die 90er ohne Arabella ist schon fast unmöglich. Sie setzte einen Trend in den 90ern für jung und alt. Jeder kannte sie, jeder kannte ihre Sendung und vor allen Dingen konnten sich aber auch sehr viele junge Menschen, Jugendliche damit identifizieren. Sie hat die Popkultur der 90er unter anderem mitgeprägt. Arabella ist die Tochter einer Theaterschauspielerin Hannelore Kiesbauer und ihr Vater war ein ghanesischer Maschinenbauingenieur Sammy Amisa, der im Jahre 1999 verstarb. Arabella ist eine Deutsche, die in Österreich aufwuchs. Sie wuchs bei ihrer Großmutter in Wien auf und studierte dort Publizistik und Theaterwissenschaften. Das Studium beendete sie mit einer Diplomarbeit. Ihre Fernsehkarriere begann sie bei ORF, der Jugendsendung X-Large, von 1987 bis 1993. Ab 1991 arbeitete sie dann auch bei dem deutschen Privatsender Pro7, unter anderem für das Magazin Rund um Hollywood. Sie war zunächst als Ansagerin tätig. Ab 1994 begann dann die Show Arabella. Zeitgleich veröffentlichte sie auch ihre erste CD mit dem Titel Number One. Musikalisch konnte sie jetzt nicht Riesenerfolge feiern und deshalb beschränkte sie ihr Können nur auf die Moderation. Die Sendung Arabella polarisierte so sehr und erreichte so an Bekanntheit, dass sie auch noch kaum Zeit gehabt hätte, musikalisch irgendwas zu starten. Ich glaube, der Erfolg der Sendung kam auch sehr unerwartet und sie war dann das Gesicht von Pro7 für das Nachmittagsprogramm. Mit der Zeit wurde sie dann mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet, weil sie in ihrer Sendung anstatt prominente, ganz normale Alltagsmenschen zu sich in die Sendung einlud und mit ihnen über Themen sprach, die polarisierten. Vom CSU-Politiker Edmund Stoiber wurde die Sendung als niveaulos und minderwertig abgestempelt, was dem Erfolg der Sendung definitiv nicht schadete. Am 9. Juni 1995 wurde ein Attentat auf Arabella geplant. Dieser hatte rassistisch motivierte Hintergründe und diese sollte mit Hilfe einer Briefbombe verübt werden. Doch dieser Versuch scheiterte und am Ende wurde ihre Assistentin leicht verletzt. Es stellte sich später heraus, dass der Täter Franz Fuchs war. Wie später bekannt wurde, verübte er mehrere Anschläge auf Ausländer und Migranten. Am 1. Oktober 1997 wurde er gefasst und am 10. März 1999 verurteilt. Fuchs nahm sich am 26. Februar 2000 das Leben. Von 2002 bis 2009 moderierte sie die ORF-Castingshow Starmania. 2003 moderierte sie das Finale des Popstars-Duell auf Pro7. Außerdem war sie 2003 Jurymitglied der Schweizer Castingshow Music Star. Im Jahre 2004 moderierte sie dann die Sendung Comeback, die große Chance. Das war auch das Jahr, wo die Sendung Arabella sein Ende fand. Nach 10 erfolgreichen Jahren sollte die Sendung nun abgesetzt werden und ein Nachfolger sollte daraufhin folgen. Wegen inhaltlichen Differenzen wurde dieses Projekt jedoch wieder eingestellt. Sie unterschrieb im selben Jahr einen 7-jährigen Vertrag mit dem Oper Wiener Ball und verpflichtete sich, dort als Moderatorin aktiv zu sein. 2004 wurde sie dann Modebotschafterin des Unternehmens Vögele Shoes. Über die Jahre zog sie sich dann mal wieder zurück und machte dann wieder mal einige TV-Comebacks mit Sendungen wie Live Balls, Kiddy Contest, der Doku-Soap Bauer sucht Frau. Dort war sie dann in der österreichischen Version als Moderatorin tätig und sie moderierte zum Beispiel auch im Jahre 2015 den Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle. Arabella heiratete im Jahre 2004 mit dem Wiener Personalberatungsunternehmer Florenz Ebinger. Mit ihm hat sie 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Nebenbei engagiert sie sich für mehrere Menschenrechtsorganisationen und unterstützt mehrere Kampagnen. Arabella ist für die neue Generation schon gar kein Begriff mehr. Sie ist in Vergessenheit geraten. Für die Kinder der 90er ist sie natürlich der Begriff. Und man erinnert sich sofort an die Sendung, weil sie so großen Hype gehabt hat und jeder das kannte. Es ist irgendwie schade anzusehen, dass sie nicht dort hingekommen ist, wo sie hinkommen sollte, weil für mich hätte Arabella eine deutsche Version von Oprah Winfrey werden müssen. Sie hatte das Charisma, sie hatte die Persönlichkeit, sie hatte die richtigen Themen. Ich meine, ihre Sendung wurde als Trash-Format dargestellt,
gestellt, aber man hätte sich ja immer entwickeln können und bessere Formate produzieren können, um am Ende dahin zu kommen. Ich denke mal, die Chancen wurden ihr nicht gegeben. Sie hatte diesen Hype und man wusste halt, okay, das ist für eine Zeit lang, aber irgendwann ist es dann auch vorbei. Ich denke mal, so hat sich das der Sender gedacht, aber meiner Meinung nach hätte die Marke Arabella viel stärker ausgearbeitet werden müssen und man hätte wirklich grandiose, einzigartige Dinge damit kreieren können. Die Menschen haben sie zu der Zeit einfach gefeiert und geliebt und sie hat auf jeden Fall Einfluss auf die Jugend genommen. Sie hätte auf jeden Fall die deutsche Oprah Winfrey werden können. Naja, es war halt eine andere Zeit und wenn die Mittel dir nicht gegeben werden, dann ist es natürlich schwierig, deine Ideen auch richtig umzusetzen. Ich hoffe, das Video hat dich inspiriert, es hat dir gefallen, du konntest was mitnehmen. Wenn ja, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wenn du wissen möchtest, warum Medien dafür da sind, um zu lügen, um die Publik zu verarschen, warum Medien immer wieder mit uns spielen und uns nie ernst nehmen, dann klick jetzt auf das Video, was dir angezeigt wird und schau es dir in voller Länge an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.